Ja, meine Damen und Herren, Opel zeigt, wie Sie ganz deutlich sehen, keine Studien, sondern Autos, die fahren. Das ist der neue Opel Ampera. Er sieht sehr schnittig aus und ist dem Serienstatus schon sehr nah. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Serienauto. So wird er kommen und so fährt er auch schon. Dieses Auto, aber insbesondere fahren zurzeit sehr viele Versuchsträger. Wir sind also mitten in der Serienentwicklung. Und bisher sind wir im Plan, wir sind im Zeitplan und es funktioniert alles und es sieht gut aus, dass wir ihn auch so in den Markt bringen werden. Ein ganz wichtiges Stichwort oder Abkürzung dazu ist EREV-Erklärung. Ja, das ist sehr neudeutsch. Das heißt Extended Range Electric Vehicle. Ganz wichtig daran ist, es ist ein Elektroauto. Das wird aufgeladen aus dem normalen Netz, Stromnetz. Die Energie wird gespeichert in einer Lithium-Ionen-Batterie. Mhm. Aber, und das ist der Clou daran, denn Sie haben normalerweise mit sowas circa 60 Kilometer Reichweite. Wieso nicht mehr als 60, komme ich gleich drauf. Aber 60 Kilometer Reichweite, wir ziehen aus 16 Kilowattstunden Batteriegröße, typischerweise 8 Kilowatt. Ganz wichtig, weil das gibt der Batterie und dem Auto eine lange Lebensdauer. Ja? Und das bei null Emissionen. Und das bei absolut null Emissionen. Und meine Damen und Herren, die meisten Pendler täglich fahren nicht mehr als 50 Kilometer. Einige Hersteller behaupten auch nur 20 Kilometer. Das sehen wir so nicht. Aber mit 50 Kilometer decken sie wirklich typischerweise den täglichen Fahrbedarf eines Händlers weitestgehend ab. Gut, ohne weitere Details zu kennen, könnte man jetzt sagen, 50 bis 60 Kilometer, die der Ampera mit einer Ladung fahren kann, ist nicht allzu viel, selbst wenn es den täglichen Bedarf abdeckt. Ja, wir glauben, das ist auch eins der inhärenten, sagen wir mal, Herausforderungen des Elektroantriebs, die dann letztendlich doch begrenzte Reichweite. Der Clou des Amperas ist, der Ampera hat ein kleines Mini-Kraftwerk, einen Vierzylinder-Benzinmotor mit angeschlossenem Generator eingebaut und der springt immer an, wenn sozusagen die Batterie einen bestimmten Ladungszustand unterschreitet. Mit diesem Mini-Kraftwerk können Sie in Summe und mit einer Tankfüllung 500 Kilometer weit fahren. Sie sind also wirklich, Sie haben quasi beliebige Reichweite und können überall sofort nachtanken. Und das macht den Ampera zu einem absoluten Langstreckenfahrzeug. Hundertprozentig. Das ist also nicht ein Fünftauto für die Stadt, sondern es ist ein voll alltagstaugliches Auto. Es hat vier Sitzplätze, es kann viel Gepäck aufnehmen. Sie können damit mit einer Familie in Urlaub fahren. Das heißt mit anderen Worten, Opel und Vauxhall sind tatsächlich mit ihren Produkten für die Zukunft allerbestens gerüstet. Ja, meine Damen und Herren, wir glauben daran. Wir sehen das so. Wir glauben, dass wir mit dem Astra und dem Ampera eine große Zukunft vor uns haben und bestens für die Herausforderungen gerüstet sind. Herr Forster, herzlichen Dank und viel Erfolg. Herr Hecht, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich möchte jetzt Alain Fisser, Hans Demand und Mark Adams auf die Bühne zu mir bitten, falls Sie Fragen noch an uns haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute für die IAA-Show. Danke. Ja.